Also der Gute hat gar nichts gemacht. Ich habe ihn also irgendwann einfach abgewürgt und jetzt starten wir den mal manuell nochmal und hoffen, dass er jetzt funktioniert. Gucken, ob er jetzt auf 800 mal 600 springt. Da haben wir jetzt Vollbild. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir die volle Auflösung. Auch wieder mit die wunderschöne Audio. So, und ja, an Software habe ich hier by the way gar nicht so viel drauf. Also ich glaube, ich habe hier mit dem PR-Doom drauf. Das ist so ziemlich an Spiele alles, was auf der Kiste lauffähig ist, von den Sachen, die ich gerne spiele. Ansonsten, also, naja, lauffähig ist das Ding auch nicht wirklich, weil es hat bloß einen super kleinen Bildschirm. Da der Bildschirm ja nicht skalieren kann, ist das super klein. Ansonsten habe ich hier drauf ein paar Videos, I guess, die ich hier mal testhalber konvertiert habe für den. Also, ja, die Grafikkarte wird vollends unterstützt, der hat sogar Videoplayback. Also, naja, Videoplayback, also Hardware-Encoding oder Decoding hat der, also Encoding schon lange nicht, aber selbst Decoding hat der nicht. Aber er hat zumindest Bitblipping, Bitblitting und er hat Hardware-Skalierung. Das heißt, man kann Videos in Vollbildmodus gucken, was damals nicht selbstverständlich war, meine Damen und Herren. So, auf C. Gucken wir mal. Wo habe ich meine Sachen? Ich glaube, es war alles hier in dem Ordner, den ich extra 210 genannt habe, weil die extra dafür waren. So, und da habe ich hier mal ein Video. Ich glaube, ich muss mal die Lautstärke runterdrehen. Zumal hier sowieso Copyright geschützt ist, von daher. So, der gute Windows Media Player. Und hier sieht man nämlich schon das Problem mit dem schmierigen Display. Er schafft es, Videos wiederzugeben. Aber, wobei ich merke gerade, das Video ist relativ dunkel, jetzt ist vielleicht gar nicht so gut geeignet. Ich gehe mal kurz in meinen Files-Ordner und gucke mal, ob ich dann ein etwas helleres Video finde. Ja, Bilder und Musik habe ich dafür auch konvertiert. Aber ich meine, dass es den Video wiedergibt, habt ihr ja gesehen. Keine Ahnung, das sind keine 4K-Videos. Keine Angst, Mensch, doch, das sind keine 4K-Videos. Sondern der Ordner heißt nur so, weil so der Originalordner vom Rechner heißt. Die Videos sind aber alle runterkonvertiert. Also von daher. Das sind, glaube ich, 320 mal 240 Pixel. Mehr schafft er hier nicht. Wenn überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Windows überhaupt irgendwo angezeigt hat. Ich glaube ja. Müsste hier unten, da wo es gerade weiß ist, müsste es gleich stehen. Oder auch nicht. Guck mal hier, hat man hier irgendwelche View Standard? Man konnte sich doch irgendwo wurde doch die Auflösung eingeblendet, oder? Scheinbar nicht. Hier unten steht nur das Zeug. Na gut, ist ja auch egal. Dann gehen wir mal wieder. Kompakt. Play. Und wie man sieht, das Video mit, wie gesagt, glaube 320 mal 240. Ja, obwohl es auch passt. Wenn der Bildschirm 800 breit ist, 320 davon sieht gut aus. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in den Vollbildmodus gehe, warte so kurz, das ist hier mit Alt-Enter, also relativ weit auseinander die Tasten. Dann schafft es trotzdem, das hier wiederzugeben. Aber man sieht halt überall, wie schmierig das Bild ist. Das ist nicht die Kamera. I swear to God. Ja, das ist super schmierig, also wirklich Spaß machen tut's nicht, aber es funktioniert. Man hat Audio, man hat Bild. Das Bild ist relativ stockerfrei, wobei das Video auch nur 15 Bilder pro Sekunde hat. Aber wie gesagt, aufgrund des schwierigen Bildschirms kann man eh nicht mehr darstellen so. Und dafür reicht es halt voll aus, so. Ansonsten kann ich euch ja nochmal. Das Witzige ist, man kann mit Alt F4 das Fenster nicht schließen. Du musst erstmal aus dem Vollbild rausgehen. Boop. Und jetzt, wenn im Fenstermodus ist,
Jetzt kann er auch mit Alt F4 schließen. Naja, Windows. Gut. Übrigens, auf der Kiste läuft auch Debian, also Linux. Ich hatte hier mal eine Debian 3 Installation drauf, also relativ alt natürlich. Ich glaube, ich habe die Festplatte, wo Debian drauf ist, sogar noch irgendwo. Ich glaube, das ist sogar die 20 GB Festplatte, die original drin war. Da müsste gerade aktuell Debian drauf sein und die müsste irgendwo rumliegen. Naja, vielleicht zeige ich das später nochmal, wenn ihr da so sehr Interesse dran habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, wie gesagt, hier ist halt, was soll ich gerade sagen? Genau, also, ja, Debian läuft ja auch drauf, Debian 3, nebst Windows 98 und, ja, das Einzige, was ich halt noch unter 98 drauf habe, ist halt Doom, aber das ist absolut grauenvoll. Ich kann mal kurz hier, kann ich auch mal Audio einschalten hier. Oh ja, selbst das Menü, man sieht schon, dieser Effekt, wo die Sachen da so runtergleiten, hat immer Probleme gemacht, weil es super viel Ressourcen braucht. Zumindest bei hohen Auflösungen. Wobei das hier gerade mal, ich weiß gar nicht, ist das native Auflösung? Glaube. So, und so klein ist das Feld zum Spielen. Ja, das ist der Bildschirm. So klein ist das Feld zum Spielen. Und jetzt guckt mal. Das sind gefühlt 5 Bilder pro Sekunde. Und das, wie gesagt, auf dem schmierigen Display alles. Also, es macht nicht wirklich Spaß. Es ist spielbar, aber Spaß macht es nicht. Aber es läuft. So, von daher, wieso ist eigentlich keine Musik aktiv? Ja, ja, wer weiß. Ach so, ich weiß gar nicht, ob der Laptop überhaupt MIDI-fähig ist. Naja, gut. Also auf jeden Fall das zu diesem Laptop. Ja, und dann sehen wir uns zu den nächsten X-Videos für den nächsten Laptop denn dann wieder. Wie gesagt, Satellite 210CS. 100 MHz CPU. Der Ding hat auch eine Power-Taste, womit man den runtertakten kann auf, ich glaube, 60 und 30 MHz. Aber dadurch, dass selbst 120 MHz schon relativ langsam ist für modernere Sachen. Also ich habe gesehen, Video-Playback ging, aber auch nur mit 120 MHz. Von daher runtertakten macht bei dem gar keinen Sinn. Außer man hat irgendwelche ganz alten 2D-Spiele. Naja, gut. Das soll, wie gesagt, damit gewesen sein. Dann sind die 8 Minuten auch schon fast wieder erreicht. Von daher würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.